Hallo, meine Latronauten, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurzes Ding in eigener Sache. Heute Abend 19 Uhr Destiny 2 Open Beta. Schreder und ich springen mal rein und gucken uns das ganze Spiel an. Die eigentliche Beta startet morgen erst. Wenn ihr das Spiel vorbestellt habt, könnt ihr es aber heute schon in der Beta testen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch heute Abend dann im Stream sehe. Ich denke, wir werden so ab 19 Uhr starten. Ab 19 Uhr geht die Beta online oder ist zugänglich für alle dann. Und also ich werde auf jeden Fall um 19 Uhr da sein. Ich gehe davon aus, dass der Schreder auch um 19 Uhr da ist. Ja, das war es im Grunde schon und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann nachher mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer Folge Star Wars. Hallo, meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Star Wars The Old Republic. Ich habe hier einen neuen Freund, der schreit auch gern mal. Aber leider darf ich den nicht reiten, weil er gehört nicht mir. Und deswegen starten wir jetzt einfach in die hoffentlich letzte Folge auf Hoth. Facecam ist wieder an. Ich sehe zwar scheiße aus, aber ist egal. Ist wurscht. Ist jetzt wurscht drauf, ne? Ist jetzt wurscht drauf. Ich werde mal versuchen, ob ich heute mit dem Gleiter Erinnerung, irgendwie mehr in die mechanisierte Richtung Reisen komme. sind nur für Nein. offizielle Ich komme Geschäftsangelegenheiten hier nicht hin vorgesehen. mit dem Gleiter. Es ist doch assi, ey. Passen Sie auf sich auf. Ich gucke mal, ob ich hier mit irgendwas. Nein. Ich muss also wieder laufen. Es ist. Ich würde ja liebend gerne eure Tipps beherzigen, aber es funktioniert einfach nicht. Es ist doch richtig mies. Was soll das? Wie dem auch sei, auf jeden Fall kann ich laufen und kann noch mal ein bisschen was dazu erzählen, dass ich nämlich euch gerade vor das Intro noch ein kleines Video geschnitten habe, wo ich euch gesagt habe, wir spielen Destiny 2 heute Abend. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch da Interesse dran hat, ob da irgendjemand Bock drauf hat. Ich habe Bock drauf. Irgendwie hatte ich damals schon Bock auf Destiny 1. Aber wenn ich eine Sache so überhaupt gar nicht kann. Also ich kann schon schlecht aimen mit Maus und Tastatur, aber was ich noch viel schlechter kann, ist mit einem Controller aimen. Ich habe mir sagen lassen, kurz räuspern, ich habe mir sagen lassen, dass die Steuerung wohl super geil auf den Controller abgestimmt sein soll in Destiny 1 und man echt gut damit klarkommen soll, aber ich mag das Feeling auch nicht. Kennt ihr das? Also ich bin echt altmodisch, was das angeht. Für mich gehört so ein Spiel einfach auf dem PC. Genau wie sowas hier, ja? Diese ganzen fucking Fähigkeiten, die man wahrscheinlich alle nicht braucht oder so, aber die gehören einfach nicht auf eine Konsole. Sie haben es mit Elder Scrolls zum Beispiel damals mal versucht und ich war maßlos enttäuscht. Elder Scrolls, was dann hinterher einfach auch mit diesem ganzen System so übernommen wurde für den PC, war einfach kein gutes Spiel, kein gutes MMO. Ich finde, diese Vielfalt an Fähigkeiten, die braucht man einfach. Und man braucht irgendwie diese Kurzwahltasten und. Ah, irgendwie. Irgendwie ist das nichts für mich. Irgendwie brauche ich dieses PC-Feeling. Dafür kann ich andere Spiele. Ich spiele jetzt gerade im Moment wieder Diablo auch am PC. Weil ich tatsächlich gedacht habe, meine PlayStation wäre im Eimer, aber es war einfach nur einmal kurz vom Strom nehmen und einen kompletten Stromreset machen. Sollte man sich als PlayStation 4-Benutzer übrigens aneignen, wie man das macht, weil den könnte man wohl öfter mal gebrauchen. Ich hatte einfach jetzt die ganze Zeit, wo ich sie habe, Glück gehabt. Vom Strom ziehen und 30 Sekunden die Power-Taste drücken. Könnt ihr euch mal merken, wenn ihr eine PlayStation 4 besitzt. Damit zieht ihr den Reststrom aus der PlayStation 4 und resettet das System sozusagen, ohne es wirklich zu löschen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall coole Funktionen. Sollte man auf jeden Fall wissen, wie das funktioniert. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Ich zocke jetzt gerade Diablo wieder am PC. War aber bisher immer ein Fan von der Konsolenversion, weil ich Ja, finde, der das haben die Taufrisch. wirklich, wirklich gut mit der Steuerung hingekriegt, ja. Das ist nicht irgendwie so 0815 dahingekackt, irgendwie auf gut Deutsch gesagt.
Meine Videos brauchen übrigens, müssen, ich darf übrigens fluchen, wie ich möchte, weil meine Videos haben keine Werbung. Deswegen ist mir das egal, ob die als werbefreundlich oder nicht eingestuft werden. Deswegen Kacke, Pisse, Eier, Penis. So. Wie dem auch sei, auf jeden Fall spiele ich es aber jetzt gerade am PC wieder, weil ich mir so gedacht habe, du kannst es ja mal ausprobieren wieder und auch so ein bisschen überlege, ob ich nicht so ein Blizzard Day einführe oder mehrere Blizzard Days in der Woche, weil ich im Moment halt wirklich gar nicht weiß, was ich spielen soll und wenn irgendein Spieleentwickler, Publisher, wie auch immer, mich durch meine Jugend gebracht hat, dann war es halt eben Blizzard. Sei es mit Diablo, wobei Diablo tatsächlich auch erst mit Diablo 3 bei mir richtig angefangen hat, aber halt World of Warcraft oder Warcraft an sich. Das hat mich halt eben durch meine komplette Jugend gebracht. Spätjugend. Spätpubertäre Phase, sagen wir es mal so. Heroes of the Storm finde ich ganz interessant, aber auch nur, weil ich mich mit den Charakteren identifizieren kann. Ich habe ein, zwei Runden gespielt. Es ist mir irgendwie nicht komplex genug, muss ich zugeben. Also es ist mir zu easy. Also, was heißt zu easy? Natürlich ist es wieder dieses ein Spiel können und ein Spiel meistern können. Ich kann es bestimmt nicht meistern, aber ja, es fehlen mir einfach Elemente von anderen Spielen. Ich habe mich da letzte Tage auch schon mal mit jemandem in Discord drüber unterhalten, der auch gesagt hat, so, da fehlt die Langzeitmotivation irgendwie. Und genau das Problem sehe ich schon nach ein, zwei Runden irgendwie so. Da fehlt was. Da fehlt einfach was. Und deswegen bin ich ja nicht so begeistert von. Hearthstone ist immer so ein Ding. So, ich zock da gerne mal so ein, zwei Ründchen. Aber ich kann mich dafür nicht begeistern, das wirklich lange zu machen. Das heißt also, das sind grundprinzipiell alles keine Spiele, wo ich ein komplettes Let's Play zu anfangen würde. Wo ich irgendwie eine ganze Reihe zu anfangen würde. Aber alles potenziell Spiele. Wow. Das war ein Mausruckler in Bewegung wegen meinem Rutschen auf dem Stuhl. Potenziell aber alle Spiele, wo ich vielleicht mal so zwischendurch eine Runde spiele. Und euch das vielleicht einfach auch mal dann zeige. Vielleicht jagt mich auch irgendwann die Lust nochmal nach World of Warcraft PvP. Was aber im Endeffekt auch nicht viel cooler ist als das PvP. Hier muss man auch fairerweise dazu sagen, also dann könnte ich genauso gut auch PvP hier machen. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann gibt es ja noch so Sachen wie Overwatch zum Beispiel. Was grundprinzipiell bei mir so die Meinung hat, wie LOL sie immer hatte. So, das Spiel ist ausgelutscht, das Spiel ist meiner Meinung nach overhyped. Aber ich finde, man sollte allem mal eine Chance geben. Und ja, Leute, ich weiß, die Leute, die meinen Kanal lange gucken, die ihn schon lange, lange, lange gucken jetzt, die wissen, ich bin jemand, der absolut kein gutes Haar an LOL lässt. Und Leute, ich spiele es. Ich spiele es nicht super oft. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Abhängigkeit zu LOL entwickelt hätte, aber ja, ich mag Annie. come out, wherever you are. Ich hatte gehofft, dass ihr kommt. Unser vorheriges Treffen endete leider nicht zu meiner Zufriedenheit. Ergebt euch und man wird euch gut behandeln. Widersetzt euch und nun, ihr kennt den Rest. Meine Jedi-Kollegin holt sich gerade die technischen Daten, deretwegen ihr hier seid. Selbst wenn ich sterbe, verliert ihr. Hört schon auf, ihr bringt ihn ja noch zum Weinen.
Eure Freundin wird dieses Schlachtschiff niemals lebend verlassen. Ich habe euch eine faire Chance gegeben und ihr habt abgelehnt. Männer, tötet diesen Jedi. Okay. Ja, ich mag Enden. So schnell stirbt niemand. Und ich habe irgendwie gerade aber auch meine Vorliebe für Katarina entdeckt. Aber wie auch immer, wie dem auch sei. Genauso ist es eben bei Overwatch so. Irgendwas Gutes muss das Spiel haben, sonst würden es nicht so viele Leute spielen. Und auch wenn ich jetzt schon nach, ich glaube, einer Woche oder so, lol, die Community von LOL einfach, oder die, nicht die Community. Ich weiß, dass, und wenn gerade zufällig irgendjemand aus irgend so ein Hardcore-LOL-Zuschauer dabei ist, dann sorry dafür, aber die Community von LOL ist einfach toxisch. Aber noch viel schlimmer ist das, was im Chat abgeht. Wenn man als Neuling, der Annie das dritte, vierte, fünfte Mal gespielt hat, geflamed wird, weil man Annie nicht perfekt beherrscht. Leute, was geht denn mit euch? Egal. So, gucken wir hier erstmal rein. Geschafft. Ich habe die technischen Daten der Festung des Imperators gesichert. Sie enthalten Pläne des kompletten Verteidigungsnetzes. Zusammen mit dem Prototyp der Tarnvorrichtung, den ihr auf Balmora geborgen habt, haben wir nun alles, was wir brauchen, um den Imperator zu fassen. Das ist ein großer Tag für den Orden der Jedi. Gute Arbeit, Lia. Trifft mich im Hauptstützpunkt der Republik. Lia Nares, Ende. Bam. Guckt mal übrigens auf die Uhrzeit. Unten rechts. Oh, da ist es vorbei. Es gibt kurz zurück, da war 13:37. Bam, bam. Die brauche ich eh alle nicht. Okay, trefft mich im Hauptstützpunkt der Allianz. Hat sie das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Hat sie das gesagt? Aurek-Stützpunkt. Kann ich das benutzen hier? Okay. So, und deswegen ist vielleicht irgendwann für mich auch Overwatch eine interessante Sache. Und wie komme ich darauf, mehr Blizzard-Games zu zocken? Destiny 2. Destiny 2 läuft jetzt über die Blizzard-App. Deswegen. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich das mal tun. Vielleicht werde ich mal so ein bisschen herumsuchen, bis ich wieder ein zweites tolles Format finde. Wenn irgendjemand von euch da draußen mal wieder Bock auf Minecraft hat. Ja, denn ihr wisst meine Affinität zu Minecraft und ihr wisst, dass ich immer gesagt habe, Minecraft wird wahrscheinlich niemals ganz aus meinem Kopf und aus meinem Kanal verschwinden. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Was ist das denn? Stärkt dich mit 12 Ladung fokussierter Verteidigung und hält bis zu 15 Sekunden lang an. Wenn du während der Dauer Schaden erleidest, wird eine Ladung verbraucht, die dich um... Diese Fähigkeit kann eingesetzt werden, wenn du betäubt bist oder anderweitig kontrolliert wirst. Jedoch nicht, wenn du über 70% haben. What? Wir können jederzeit zusammen üben. Genau. Die Sarah Bu, wo ihr auch auf jeden Fall mal vorbeischauen solltet auf dem Kanal. Und ich, wir versuchen den Schreder schon etwas länger jetzt davon zu überzeugen, dass er mal anfängt mit Minecraft. Und wir dann vielleicht mal irgendwie ein etwas größeres gemeinsames Projekt starten können. Also wäre so meine Überlegung. Hätte ich Bock drauf. Das klappt aber noch nicht so richtig. Wenn also hier irgendwelche Leute gerade dieses Video gucken und Bock drauf haben, mich wieder Minecraft zocken zu sehen, dann geht doch mal beim Schreder auf den Kanal. Es gibt irgendwie 1000 Links unter meinen anderen Videos zu dem Kerl. Oder ihr sucht einfach nach Schreder 0815. Geht da auf den Kanal, geht aufs letzte Video von dem. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Marathon-Video, wenn er nicht heute noch irgendwas hochgeladen hat. Und schreibt dem da drunter, dass der mit mir Minecraft spielen soll. Und mit der Sarah. Ich glaube, die Sarah zieht mehr als ich. Deswegen schreibt dem das mal in die Kommentare. Dann sehe ich auch so, wenn der dann auf einmal irgendwann sagt, ja, okay, komm, wir machen Minecraft, dann weiß ich, ihr habt Bock drauf. Wenn nicht, dann weiß ich halt auch nicht.
gibt's halt bald nur noch Star Wars. So, hier, tschüss. Es ist ein Wunder, dass alle eure Leute den Kampf gegen solch einen Feind überlebt haben. Wie konntet ihr die Gendai besiegen? Überlegene Taktik und ein Dutzend Thermaldetonatoren. Wenn diese Gendai noch leben, garantiere ich, dass sie sich das Gegenteil wünschen. Ohne euch und eure Leute hätten wir das nie geschafft. Ihr habt ausgezeichnete Dienste geleistet, Sergeant. Zusammen mit euren Leuten habt ihr der Republik einen großen Sieg beschert. Die Helden von Hoth, endlich treffe ich euch persönlich. General Grain, es ist eine Weile her. Es ist schwer zu glauben, dass wir beide im selben Trupp angefangen haben. Immer noch ein Bodenflüger, hä? Könnt es mir nicht anders vorstellen. Es ist ehrliche Arbeit, Sir. Nach allem, was er hier getan hat, verdient er einen höheren Rang. Der Sergeant ist mit seiner Stellung zufrieden, aber ich glaube, mir fällt da eine Belohnung ein. Das 88. Panzerbataillon ist auf dem Weg hierher. Die 301. Infanterie wird wieder nach Coruscant verlegt. Ich kann einen Soldaten wie Rask nicht beim Landurlaub verschwenden, also weise ich ihn euch zu. Für wie lange, Sir? Bis das Sith-Imperium besiegt wurde. Der Sergeant hat uns gut gedient. Wir nehmen ihn gerne auf. Die Versetzung tritt hiermit in Kraft. Viel Glück. Meine Fähre ist klein. Es gibt kaum genug Platz für mich und die Medis. Vielleicht sollte Sergeant Rask mit euch reisen. Es wäre mir eine Ehre. Ich freue mich darauf, von einem so mächtigen Krieger zu lernen. Ausgezeichnet. Ich werde diese technischen Daten zu Meister Braga bringen. Ihr solltet euch auch bei ihm melden. Möge die Macht mit euch sein, meine Freunde. Ich muss euch sagen, dass ich damit jetzt gar nicht gerechnet habe. Ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich ja auch mal wieder irgendwie ein paar Gefährten kriegen müsste, weil ich habe jetzt gerade erst den Doktor bekommen. Und ich habe da jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass Rask, Sergeant Rask, wie sie ihn nennen, auf einmal mein Gefährte wird. Okay, ist cool. Alles gut. Ich bereite meine Ausrüstung vor und treffe euch dann auf eurem Schiff. Schnappt euch eine Koje und fühlt euch wie zu Hause. Zu Befehl, Jedi. Okay, also, das kam überraschend für mich jetzt. Gut, dann wollen wir mal aufs Schiff zurück. Dann haben wir es geschafft. Ja, Hoth ist besiegt. Unglaublich. Endlich ist dieser Planet zu Ende. Endlich. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ist auch geil, ne? Blauer Hintergrund, blauer Pullover. Ich gehe unter hier. Die Haare viel zu dunkel, der Stuhl viel zu dunkel. Wenn ich alles noch so ein bisschen dunkler machen würde, dann sähe man einfach nur meinen Kopf. Finde ich auch keine gute Idee. Auch keine schlechte Idee. Ich brauche gar keinen Greenscreen oder sowas. Scheiß auf Greenscreens. Die will nicht mit mir reden? Du falsche Ratte. Was geht denn mit T7 eigentlich? T3? T7? T2? Wie heißt der Kerl nochmal? Ich vergesse es jedes Mal. Hä? Nix Reparatur, Astromech. Schrott verkaufen. Alles reparieren. Alles weg. Habe ich jetzt gerade blaue Handschuhe verkauft? War das richtig? Ja. Okay. Du wolltest mich sehen? Versuch es weiter, du wirst es schon hinbekommen. Was war das für eine Mission? Zur Genu Haradan gehören die gefährlichsten Attentäter der Galaxis. Wie konnte der SID erwarten, dass du einen ihrer Agenten aufhältst?
Auch wenn der Botschafter zurückgetreten ist, du hast ihm das Leben gerettet. Du bist ein Held, T7. T7 und Jedi, großartiges Team. So, wie dem auch sei, ich werde jetzt nicht weiter mit ihm sprechen, auch wenn mich das interessiert hier mit diesem, der hat ja da so eine Verschwörungstheorie im Rat. Das ist definitiv was ich spannend finde. Werde das aber jetzt nicht weitermachen, sondern werde mich hier oben hinstellen und werde dann in der nächsten Folge das Holoterminal besiegen. Benutzen und dann können wir sehen, auf welchen Planeten es uns zieht. Und ja, von da aus geht's dann weiter und heute Abend, 19 Uhr, 28.08. 19 Uhr, Destiny 2. Einschalten. Seid dabei. Und wenn nicht, seid ihr selber schuld. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Und ansonsten sage ich wie immer bis denne.